Hallo, grüß dich. Anja Stieber hier, dein Coach, Mentor und psychologische Expertin in Sachen Veränderungsprozesse, die gewollten und natürlich auch die ungewollten. Das hier ist der Podcast Leben im Wandel, der Podcast für Menschen, die neugierig darauf sind, wie sie den Wandel in der Welt und im eigenen Leben meistern können. Die das, was gerade sichtbar ist, als Impulsgeber sehen und dadurch immer mehr Gestalter werden, damit sie in die beste Zeit ihres Lebens kommen. Es ist dein Weg vom Kopf ins Herz. Erfüllt, glücklich und erfolgreich. In diesem Podcast findest du Gespräche mit interessanten Menschen, Impulse und Gedanken zum Tanken. Viel Spaß hier im Leben im Wandel. Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Podcast Leben im Wandel. Ich habe heute eine sehr, sehr interessante und spannende Interviewpartnerin und wir haben uns ein sehr interessantes Thema ausgewählt. Es geht um die Bösartigkeit und dass Bösartigkeit keine Stimme braucht, sondern dass die Stille reicht. Doch bevor wir in dieses Thema gehen, möchte ich Susanne bitten, sich doch kurz vorzustellen. Hallo Susanne. Hallo Anja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin Profiler Susanne. Einige kennen mich schon aus dem Internet, denn ich stehe für Aufklärung. Jetzt ein bisschen für den Hintergrund. Ein Profiler, also ist ein Ermittler, klärt ja typischerweise Fälle auf. Das tun wir. Und mir ist wichtig, dass wir nicht erst am Ende der Nahrungskette kommen, dann, wenn es längst zu spät ist, wenn es schon passiert ist, sondern dass wir, ich sage mal, dem Handwerk des Verbrechens sofort dazwischen kommen und denen eben dieses Handwerk legen. Und zwar werde ich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter auch Aufklärung betreiben, im Sinne von, dass ich die Menschen aufkläre, sich gegen Täter und Taten zu immunisieren. Du machst das ja auf eine sehr unterhaltsame und gleichzeitig ernsthafte Art und Weise. Mhm. Ich habe dich in YouTube gesehen. Du hast sehr kurze, prägnante Videos und ich liebe deine Sprachgewalt. Die ist. Ist dir das in die Wiege gelegt worden oder hast du das gelernt? Ja. Ich glaube, das ist mir in die Wiege gelegt worden. Also ich liebe die Sprache. Jetzt ist ja die deutsche Sprache ohnehin extrem präzise. Und wenn man nur darauf achtet, dann nicht nur, dass man Wörter bauen kann, sondern auch, wenn man so ein paar, ich sag mal, Bausteine wegnimmt, sofort die unverstellte Sicht auf das hat, was die Person wirklich meint. Von daher ist Sprache sehr entlarvend, wenn man will, im Guten wie im Schlechten. Ja, also mir gefällt das, wie du quasi auch so neue Wortkreationen schaffst. Also manche Dinge, wie du die beschreibst oder manche Wörter, die du benutzt oder die Hauptwörter, die du so zusammensetzt, die habe ich bei dir das erste Mal gehört, wo ich denke, boah, das ist aber jetzt richtig auf den Punkt. Merci. Merci. Gerne. Und es geht gerade in unserem Interview heute auch ein ganzes Stück weit um Klartext, um die Wahrheit, um sich klar auszudrücken. Weil ich habe festgestellt, dass wir immer mehr in so einer Welt sind von Political Correctness, von Massenbeeinflussung, wo so ein Stück weit auch Meinungen verloren gehen. Und wir ein Stück weit vielleicht auch uns selber mit unserer eigenen Meinung selbst verlieren oder dass Dinge so verwaschen werden. Also besonders durch dieses Political Correctness. Was darf man noch sagen und was darf man nicht mehr sagen? Und ich merke bei meinen Coaches, das sind vorwiegend Führungskräfte, dass sie um Klartext ringen, ohne die Political Correctness zu verlassen. Und das ist ein Hochseilakt, weil im Grunde ist es gar nicht wirklich möglich, Klartext zu reden, ohne klar zu sein. Jein. Definitiv Klartext zu sprechen, ohne eine Klarheit zu haben, das funktioniert natürlich nicht. Umso mehr ist es für Menschen, die, ich sage mal, mit Klarheit beseelt oder beschlagen sind, je nachdem, wie man es gerade so fühlt, schwierig, in diesen Meinungsmatsch
Ja, zu tauchen, ohne sich selbst zu verlieren. Also du sprichst von Political Correctness und das ist das offizielle Wording. Wir können es auch Cancel Culture nennen. Es gibt Meinung, die ist aber Mainstream. Sobald du Meinung oder aber sogar Wissenschaftlichkeit hast, die nicht zum Mainstream gehört, wirst du sofort gecancelt und vor allem bösartig gemobbt. Also wir haben, glaube ich, den demokratischen Diskurs verlernt darüber, dass Kommunikation gefühlt gar nicht mehr dem Austausch dient, sondern der Vorgabe. Jetzt ist aber so, dass Führung Vorgabe machen muss. Das ist ja das Wesen der Führung. Also nicht Folgeschwäche, sondern Vorgesetzter zu sein, um nach vorne zu führen. Und in dem Sinne würde ich behaupten, und zitiere da den englischen Diplomaten John Taylor, intelligente Menschen haben nicht das Recht, tolerant zu sein. Das bedeutet nicht, diffamierend zu sein oder extremistisch oder sonst irgendetwas. Aber wir dürfen, was dieses Meinungsbashing anbelangt, nicht mehr tolerant sein. Denn das, was uns als Mainstream oder Political Correctness verkauft wird, ist Befindlichkeit. Und diese Befindlichkeit wird tatsächlich zur Wissenschaftlichkeit stilisiert, die sie nicht ist. Und das sehen wir in vielen Bereichen, obwohl Statistiken und Erfahrungen das entlarven als Unfug. Darf es kaum ausgesprochen werden. Oder sagen wir mal so, sobald man ausspricht oder Frau ausspricht, bekommt man es dann sozusagen mit dem Mob zu tun. Und das, wie man Mob früher auch formuliert hatte, noch vor über 100 Jahren, die sehr einfach gestrickte dumme Masse, derer, die da prügelnd und randalierend unterwegs sind. Das jetzt nicht mehr tätlich, aber doch verbal. Also wir haben mehr mit rabulierenden Leuten zu tun als mit rationalen. Also ich habe selber in der Vergangenheit Mobbing erlebt und bin quasi in so ein Feld reingerutscht, wo ich die Politik untereinander und zwischen den einzelnen Abteilungen einfach nicht verstanden habe. Und da ging es mir ähnlich. Und dieser Mob, der war so leise, so höflich, so Ja. hinterhältig. Ja, du sprichst oft von Psychopathen. Ja, und manchmal denke ich, naja, das hatte teilweise, ich möchte diese Person nicht als Psychopathen bezeichnen, aber das hatte schon so ein bisschen was von dem, was du so beschreibst. Und für mich war das so, dass ich gar nicht mehr genau wusste, wo ich dran bin. Ja, und das war beabsichtigt, diese Verunsicherheit hervorzurufen. Ja. Bis hin zur Handlungsunfähigkeit, dass man sich selber gar nichts mehr zutraut. Und Ja. im Außen ist gar nichts laut passiert. Es ist kein Blut geflossen. Es gab kein sichtbarer Tatort. Aber er war trotzdem da, dieser Tatort. Na, ich denke, zuerst einmal müssen wir gar nicht so streng etikettieren, wie es der Psychiater tun würde für eine Diagnostik. Ob es jetzt ein Psychopath ist oder jemand, der sich dessen Verhalten aneignet, also auch gerade Hardcore-Narzissten haben ja gar kein Problem mit psychopathischem Verhalten. Oder aber, und das, was du dort erlebt hast, wenige Leute, die weit über ihren Möglichkeiten sich selbst erhoben haben, reagieren positiv darauf, enttarnt zu werden. Und so ein Feind verliert ungern mit Stil und wird dann über Gewalt versuchen zu kaschieren. Sprich, alle, die entdecken, enttarnen, entlarven könnten, werden, ja, ich sage mal, gekreuzigt, wenn man so will. Also das ist eine Inquisition. Und da gilt dann nicht die Dreifaltigkeit zwischen, ja, zwischen Anklage, Urteilssprechung und Verteidigung, sondern Anklage und Urteilssprechung ist in eins. Das haben wir sonst von totalitären Systemen. Und manchmal können sich in Firmen auch solche totalitären Systeme aufschwingen. Immer gerade dann, wenn die Obrigkeit nicht genau hinschaut oder ich sage einmal, selbst eine so verschattete Persönlichkeit ist. Dann passiert das. Und dann haben wir auch einen, wie du sagst, weißen Tatort, einen Tatort, den man nicht sieht. Da ist kein Blut und nichts sichtbar zerstört. Man sieht es eher am Verfall der Opfer, die den Glauben an die Menschheit und auch an ihre eigenen Fähigkeiten verlieren und damit unfähig werden. Und da muss man sich fragen, was war denn eigentlich zuerst, Hände oder Ei? Erst das Mobbing und dann die Fehlleistung des Opfers oder erst die Fehlleistung und dann das angeblich berechtigte Mobbing? Das ist ein typischer Zirkelschluss, den Täter gerne betreiben. Jetzt nicht, weil sie auf der Schule des Verbrechens waren, intuitiv einfach, dass sie dann letztendlich Ursache und Wirkung verknüpfen.
Das heißt, das, was Sie mit Ihrem Rabulieren, oder du hast gesagt, das war leise und dezent, das ist eine Frage auch, ob man es jetzt, ich sag mal, intelligent oder nicht intelligent macht. Da wird dann letztendlich vorgeworfen, was hinterher sein wird. Und für die Person, die mittendrin steckt, diese Muster nicht kennt und auch sonst vielleicht wenig Halt hätte, die geht darin verloren. Und das ist das Ziel. Sie können die Person erstmal so direkt nicht mundtot machen, das würde auffallen, aber Sie können Zweifel sehen. Und wann immer Systeme Unlauteres betreiben, sagen sie, wir können zwar nicht gewinnen, aber wir können Zweifel sehen und damit können wir weitermachen. Das ist das, was man Propaganda nennt. Propaganda, okay. Ich habe in einer deiner Interviews, hattest du gesagt, dass dein Wissen nicht nur gelerntes Wissen ist, sondern auch erfahrenes Wissen, wenn es um diese bösartigen Menschen geht. Das heißt, du bist jetzt nicht nur jemand, die ja. Theoretisch Dinge formuliert, sondern du hast tatsächlich auch Dinge erlebt. Magst du davon ein bisschen was erzählen? Na, grundsätzlich ist die Profession des Profilers nichts, was man theoretisch erlernen könnte. Ich habe immer dann so nett gesagt, naja, mein Wissen ist erlernt, erlacht und auch erlitten. Wir sind ja mittendrin, also wir selbst oder ich bilde Profiler aus mit vielen, vielen Fachkollegen. Und das Studium ist dual. Das muss dual sein in der Academy. Man muss direkt mit Fällen arbeiten. Und auch wenn man vielleicht in der eigenen Biografie noch keine großen Angriffe hatte, wird es spätestens in dem Beruf dann passieren. Also wir treten ja Verbrechern auf den Schlips, zerren ans Tageslicht, was sie im Verborgenen halten wollen. Und dann gibt es halt auch ein Bashing. Und dann haben wir genau das, dass eine Befindlichkeit oder eine Meinung als Wissenschaftlichkeit dargestellt wird. Und dann ist die Frage, wie geht man vor? Jetzt, und das hast du selbst beim Mobbing erlebt, jedes einzelne Teil aufzurollen, das macht es eher unsympathisch, keiner will sich das anhören. Deswegen ist es sinnvoll, deutlich zu machen, wer macht hier eigentlich was, wer ist Ermittler, wer ist Täter. Und ich habe meine frühesten Erfahrungen mit Psychopathen durchaus in der Familie gehabt. Also da gab es eine Person, auch in meinen frühen Jahren, obwohl man schon intuitiv spürte, die ist bösartig, will ich jetzt mal vielleicht formulieren, und man versuchte mich zu schützen, landen solche Psychopathen immer mal wieder einen guten Treffer. So, jetzt hatte ich ein unterstützendes Umfeld, was mich dazu befähigt hat, das nicht nur zu erkennen, sondern auch andere informieren und auch schützen zu können. Wäre ich dem allein ausgesetzt gewesen, weiß ich nicht, wie es um meine Biografie gestanden hätte. Und das ist der Unterschied. Mann oder Mensch braucht in solchen Notlagen mindestens eine stabile Person, die damit umgehen kann und da hinausführen kann. Die kann das nicht ungeschehen machen, aber doch immerhin so weit mindern und die Situation so bauen und gestalten, dass man dort herauskommt. Und das ist ein großer Teil der Arbeit eines Profilers. Also nicht nur zu sagen, der war's. Das machen lediglich die verbeamteten Kollegen, die dann sagen, so jetzt überstellen wir sozusagen ans Gericht, sondern unser Job ist es, die Personen und vor allem auch Organisationen aus dieser, ich sage mal, Katastrophenlage, aus dieser Angriffssituation herauszuholen. Ich habe eine psychotraumatherapeutische Ausbildung gemacht bei Franz Ruppert. Und in Bezug auf Bösartigkeit braucht keine Stimme, fällt mir ein, dass wir durchaus ziemlich harte Themen hatten in der Familie mit Übergriffen, mit Gewalt, mit okkulten Ritualen, mit sexuellen Übergriffen und wie die Familie oder die Familien das oft unter den Teppich kehren und die Augen schließen vor der Gewalt. Das ist ja auch eine Form von Stille, weil die Täter können dann weiter agieren, weil sich keiner meldet und die Sache aufdeckt. Ja, wir unterscheiden zwischen aktiven und passiven Tätern. Die aktiven Täter, die es dann tun, Genau. und die passiven, die in der Überzahl sind, die wegschauen, die es möglich machen. Und deren Stille macht möglich, dass die aktiven Täter es tun. Und tatsächlich ist es beschämend, für solche Menschen, dass ihr eigenes Ego, ihr eigener kleiner, schneller Schutz, der nicht auf Dauer garantiert ist,
wichtiger ist als die grundsätzliche Gerechtigkeit, wie wir miteinander umgehen. Mhm. Denn wenn eine gewisse Schwungmasse, also eine gewisse Menge an Menschen sich dagegen stellt und sagt, stopp, ist dieses Tätertum nicht mehr möglich. Da aber jeder nur für sich guckt und nur sich selbst in Sicherheit bringen will, egal was noch ist, wird dramatisch das möglich. Das Verrückte ist, dass die Leute zu kurz gucken. Sie kommen vielleicht jetzt in dieser Minute, in diesem Moment und für diesen Monat dadurch, aber sie können einen Tag später schon selbst im Visier sein. Deswegen ducken sie sich zwar weg, aber anstatt, dass sie sich zusammentun und sagen, hör mal zu, so nicht, das akzeptieren wir nicht, vergeben sie selbst die Chance, auf Dauer sicher zu sein. Also nur um jetzt schnell nicht ins Visier zu kommen, geben sie ihre grundsätzliche Sicherheit auf. Das ist kurz gedacht und dumm. Das stimmt. Klingt so ein bisschen nach Survival-Modus, Säbelzahntiger. Im ersten Schritt versuche ich, dem Säbelzahntiger zu entkommen. Allerdings ist es klug, wenn ich mich vorbereite, wenn er das nächste Mal kommt, dass ich eine Grube gegraben habe, in die er reinfällt, indem ich Speere habe, indem ich eine Mannschaft habe, ein Team habe, wo wir uns dann gemeinsam gegen den Säbelzahntiger wehren. Und wenn dieser Schritt nicht vollzogen wird, dann bin ich immer wieder in der ersten Ausgangssituation, ich allein gegen den Säbelzahntiger, ohne Waffen und ohne Möglichkeiten, mich zu wehren. Ist es auch das, was du jetzt beschrieben hast, nur mal in einem anderen Bild? Definitiv. Also du könntest sagen, das Prädikat Primat müssen wir streichen, wenn wir so limbisch reagieren. Also die Zivilisation setzen wir damit nicht nur aufs Spiel, sondern wir beweisen, dass wir sie nicht haben. Mhm. Also andersrum gesprochen, viele verlangen Zivilisation von anderen, dass sie ihnen passiv geliefert wird, aber sie sind nicht bereit, aktiv ihren Teil dazu beizutragen. Und daran krankt natürlich die Gesellschaft an sich, aber auch in vielen Unternehmen. Die Teams oder der gesamte Unternehmenskorpus. Und wenn das passiert, dann sind wir wirklich, man hätte jetzt gesagt Mittelalter, du bist noch weiter zurückgegangen, aber ja, dann sind wir auf Überlebensmodus. Und im Überlebensmodus können wir nicht behaupten, einer Zivilisation anzugehören, über irgendeinen Intellekt zu verfügen und den einzusetzen oder auch nur unseren evolutionären Auftrag nach vorne zu bringen. Also wir redirigieren. Ja, mir fällt ein, dieser Begriff Survival of the Fittest. Viele glauben ja, stärker, größer, ja, mehr draufhauen, das ist derjenige, der überlebt. Und manchmal wirkt das in Unternehmen tatsächlich noch so. Aber es ist ja derjenige, der sich am ehesten anpassen kann. Ja? Das heißt, derjenige, der das nächste Mal vorbereitet ist. Ja, und hier zeigt sich wieder, die Leute können halt leider kein Englisch. Sie überschätzen sich schnell und machen dann so eine Gemengeübersetzung und sagen, ja, ich habe es begriffen. Dabei haben sie in der Tiefe gar nichts begriffen. Mhm. Und es ist ja, also wer sich am besten einpasst, aber nicht in das, was jetzt vielleicht gerade meine Crowd will, meinetwegen das Team oder irgendein Vorgesetzter, sondern evolutionäre Anpassung. Also was verlangt die Welt von uns? Und das ist ein weit größeres Gefüge als, ich sag mal, so ein kleines Unternehmen mit 10, 20, 200, 500 Leuten. Mhm. Ja, also sagen wir mal, Steinzeitmensch würde Survival of the Fittest bedeuten, ich bilde eine Gruppe, ich baue Waffen, ich finde Wege heraus, diesen Säbelzahntiger von uns fernzuhalten. In unserer modernen Gesellschaft und in der Corporate World, wie würde das da aussehen? Wie überlebt man in der modernen Gesellschaft, wo Bösartigkeit keine Stimme braucht, wo viele Menschen lieber ruhig sind, als was zu sagen, weil sie werden ja selbst dann vielleicht zur Zielscheibe der Bösartigkeit. Wir müssen gar nichts Neues machen. Wir müssen das tun, was wir im Mittelalter, in der Steinzeit auch gemacht haben. Also jedenfalls die, die überlebt haben. Das sind unsere Vorfahren. Die anderen haben nämlich nicht überlebt. Mhm. Wenn wir sagen, wir machen eine Gruppe, dann heißt ja nicht nur, wir tun uns zusammen, dann gucken wir mal, sondern wir vereidigen uns darauf, dass sozusagen alle für einen, einer für alle steht. Denn sobald eine Lücke bricht, kann ob der Säbelzahntiger oder die Feindesmannschaft sofort eindringen in das System. Das bedeutet, dass wir auch die Schwächeren mitziehen, aber die Stärkeren nicht über Gebühr belasten dürfen, weil sie sonst auch brechen. Und damit sind die Schwächeren ganz im Eimer am Schluss. Das tun wir nicht mehr. Wir postulieren,
verbrämt von Leuten, die für sich das Sagen in Anspruch nehmen, aber die Konsequenzen nicht tragen, dass asozial alle Last auf Leistungsträger zu liefern ist. Das heißt, sobald ich schreie und behaupte, schwach zu sein, wird dem stattgegeben. Es wird nicht verlangt, den Teil zu liefern, der geliefert werden kann. Und ich empfehle dringend dieses Postulat, das im HR-Bereich so weit vorne ist, nicht nur zu überdenken, sondern schlichtweg über den Haufen zu schmeißen. Mitarbeitern nur Positives zu sagen, macht sie nicht besser. Natürlich ist das Lob wichtig, aber ein Mangel an Feedback darüber, wo sie nicht liefern und nicht leisten, also ihre Vertragsseite nicht erfüllen, wohingegen sie aber ihr Gehalt bekommen, bedeutet, dass ich die Gruppe an sich schwäche. Und das tue ich, ich sag mal, nur solange ich A, den Glaubenssätzen folge von außen, aber auch im Innern, nicht die Konsequenzen dieser Fehlführung trage. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da nennst, gell? Ich hatte mal eine Beurteilung von einem Coachy vorliegen. Du konntest da gar nicht rauslesen, wo derjenige sich weiterentwickeln soll. Das war so wischiwaschi. Ja? Da war dann eine Bewertung, das war so ein Assessment. Da war eine Bewertungsskala von 0 bis 10 und die Person hatte in einem Bereich eine 5. Da erwartet man ja auch, dass da so Verbesserungsvorschläge kommen, die Knackpunkte, ja, Dinge, worauf man schauen soll. Das hat sich alles so positiv angehört. Ohne die Bewertung zu sehen, hätte man durchaus das sagen können, noch, das ist eine 8 oder eine 9, vielleicht sogar eine 10. Ja. Ja, wir haben die Vorgabe, dass wir nichts Negatives auch in Zeugnisse schreiben dürfen. Sicherlich geht es nicht darum, Menschen einen Lebensweg zu verbauen, aber ich bin ja auch Unternehmerin. In meiner Verantwortung unternehmerischen Kollegen gegenüber dürfte ich keine Zeugnisse dann schreiben, weil ich darf nicht offen und ehrlich sagen, wo jemand failing ist. Und in dieser Kultur kann ich mich letztendlich auf nichts mehr verlassen. Das macht die Menschen hochgradig argwöhnisch. Wer nicht über gute und gesunde Ressourcen verfügt, muss den Eindruck gewinnen, unterzugehen. Also letztendlich haben wir das Meinungsdiktat derer, die für nichts haften. Und das ist hochgradig infantil. Unternehmertum aber bedeutet ja, auch Führung bedeutet, der Erwachsene zu sein, das zu tun, was andere vermeiden. Wenn ich anfange, Jobs auf die Möglichkeiten der Mitarbeiter anzupassen, das ist doch verrückt. Und das würde bedeuten, dass ich einen Lehrplan an den Schüler anpasse. Auch das geschieht mittlerweile schon. Das ist aber verrückt. Wir verrücken, wir pervertieren tatsächlich die Situation. Ein junger Mensch kann noch nicht ermessen in, ich sag mal, mit einer einstelligen Jahreszahl, was es in 20, 30, 40 Jahren von ihm braucht. Natürlich ist diskutabel, ob das Kultusministerium wirklich alles begriffen hat, keine Frage. Aber man hat auch gute Erfahrungswerte aus der Vergangenheit. Und jetzt herzugehen und zu sagen, die Population, die jetzt eingespült wird in die Schulen, ist nicht mehr so lernbereit und damit weniger leistungsbereit, also gleichen wir die Noten nach unten an, bedeutet doch, dass wir, und das haben wir schon vor 10, 15 Jahren gesehen, auch an den Hochschulen, ich sage es jetzt mal ganz frech, Denkmaterial ankommt, das nicht in der Lage ist, das zu bewältigen. Und das heißt, dass wir sozusagen, wir hier in der ersten Welt immer schlechter werden, nur damit sich niemand schlecht fühlt. Damit bleiben wir aber weltweit nicht mehr konkurrenzfähig, denn andere Nationen sind hungrig. Und dieses Hungrigsein und dieses, ich sag mal, weltweit konkurrenzfähig sein, bedeutet nicht, die Kinder oder die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen zu knechten. Da gibt es viele Möglichkeiten, sehr launig und locker Wissen zu vermitteln. Aber es darf nicht sein, dass wir sagen, den Anspruch senken wir, nur damit ihr euch wohlfühlt. Die Leute kommen nicht zur Arbeitstherapie, sondern zur Arbeit. Ja. Während meinem Studium habe ich mich mit Qualität und Continuous Quality Improvement auseinandergesetzt. Und da habe ich Untersuchungen zitiert, die die These hatten, wenn ich in der Qualität immer Durchschnitt möchte, wird der Durchschnitt immer schlechter.
Und das kann man wissenschaftlich immer und immer wieder durch ganz unterschiedliche Methoden nachweisen, dass das so ist. Das heißt, es braucht immer vielleicht auch positive Ausreißer, um diese Qualität aufrechtzuerhalten oder Möglichkeiten, diese Qualität kontinuierlich zu verbessern, was bedeutet, auch mal außerhalb der Komfortzone Dinge zu lernen. Ja gut, man lernt sowieso nur außerhalb der Komfortzone. Aber diesen Bereich außerhalb der Komfortzone öfter zuzulassen, was auch was Positives hat. Also für mich ist außerhalb der Komfortzone was sehr Lebendiges. Wie ist es für Also ich hätte dich? jetzt auch vermutet, dass Komfortzone doch nicht das Leben ist. Und wir brauchen, man würde vielleicht sagen können, auch Konkurrenz. Ich denke, wir brauchen den Realabgleich mit der Welt. Und da zeigt sich, wie gut wir sind oder eben nicht. Punkt. Und da ist es im Sport eindeutig. Der andere ist schneller über die Ziellinie. Der hat gewonnen. Da kann ich noch so behaupten, ich war so super und ich habe mich so toll vorbereitet. Das stimmt. Trotzdem hat man nicht mitgehalten. Und das ist kein Bashing für die Persönlichkeit, sondern letztendlich soll es ein Pushing für die Performance sein. Also zu sagen, wir haben extrem gute Startvoraussetzungen. So, und wenn wir es trotzdem nicht packen, ist es ein Armutszeugnis. Ja. Tatsächlich ist es ja so, dass das Leben immer auf Wachstum ausgerichtet ist. Und die Frage ist, wer wird am besten, sagen wir mal in Form von Qualität und de oder dem, was der oder diejenige oder das System quasi in die Welt bringt, wer wird da am besten wachsen? Ich würde sagen, die, die hungrig sind, andersrum, die, die kein Problem mit Schmerz haben. Also wenn ich was lerne, dann ist es erstmal anstrengend, Schmerz. Wenn ich dann von dem, was ich gelernt habe, versuche, das umzusetzen, also ins Händische zu bringen, ins Handwerken, dann wird es nicht immer gelingen. Da habe ich Frust, ist also Schmerz. Und wenn ich vor jedem Schmerz zurückzucke, wie vor einer heißen Herdplatte, reagiere ich instinktiv. Und wenn ich damit durchgelassen werde, dann bedeutet das, ich bleibe auf niedrigstem Niveau, bis hin zu auch von der Persönlichkeit infantil. Habe ich aber kein Problem mit Schmerz, weil ich beispielsweise hungrig bin, neugierig bin, weiter will, dann bekomme ich auch eine Desensibilität für den typischen Frust, der sich einstellt, wenn Dinge nicht gelingen. Im Gegenteil, würde mich der Frust sogar noch mehr anheizen und sagen, ich will diese Endorphine, ich arbeite weiter, bis es gelingt. Und das wäre für mich das entscheidende Kriterium. Die Bereitschaft und damit einhergehende Fähigkeit, mit Schmerz umzugehen. Wie wäre da deine Strategie? An die Schmerzgrenze gehen oder kontinuierlich Dinge machen, die wehtun, also in kleinen Schritten, aber sich daran zu gewöhnen, wie beim Muskelkater, hey, das geht, der Muskel baut sich auf. Der nächste Schritt, mehr Gewicht, es baut sich mehr Muskel auf, dass sich vielleicht auch in der Form unsere Psyche aufbaut, unser Mut, unsere Resilienz in kleinen Schritten, damit wir nicht durch die Schmerzgrenze den Rückzug antreten und uns am Ende nie wieder trauen, zum Beispiel der Bösartigkeit Paroli zu bieten. Ein Teil wäre sicherlich, dran zu bleiben, wo die Neugierde ist, die Freude, das Entdeckertum. Also the psyche runs on fun. Alles, was Spaß macht, da mache ich weiter. Es ist ein bisschen, als wäre ich auf einer Party. So, dann tanze ich und irgendwann tun die Füße weh. Höre ich auf zu tanzen oder nicht? So, und typischerweise würde man weiter tanzen, weil der Moment zwar vielleicht den Schmerz am Fuß hat, aber trotzdem insgesamt viel mehr Belohnung. Ja, auch morgen tun die Füße noch weh. Das ist aber kein Drama. Und damit würde ich mich desensibilisieren. Das heißt, über Dinge, die auch einen Lustgewinn machen, über den Schmerz hinauszugehen. Das ist der eine Punkt. Das ist, was mich nach vorne treibt. Und da, wo ich vielleicht nicht genug Freude habe oder nicht genug Weisheit und ich vor einer Grenze, einer Schmerzgrenze zurückschrecken würde, wie jetzt bei so einem Mobber, da ist es wichtig, dass hinter mir jemand steht und sagt, stopp, hier geht es nicht weiter. Du musst über diese Hürde. Und dieser Stopper hinten, das muss die Führungskraft sein. Oder das System, das sagt, wir akzeptieren keine Passivität an dieser Stelle.
nicht wenn es um bürgerliche Pflichten geht. Wenn wir zurückgehen in die Corporate World, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Mitarbeiter immer mehr das Gefühl haben, dass sie, dass ihre Werte verloren gehen oder dass sie ihre Werte vergessen, dass sie das Gefühl haben, nicht wirklich was zu bewirken und dadurch immer unzufriedener werden. Aber gleichzeitig fühlen sie sich in dem Unternehmen und dem Arbeitsumfeld wohl. Es wird quasi so zur Familie. Und dann haben wir wieder das Familiensystem mit dem Täterschutzprogramm, dass Mitarbeiter selber ihren Täter schützen, weil wir ja quasi eine Familie sind. Na, weil sie profitieren. Also wollen wir es mal nicht schöner reden, als es ist. Gerne wird vorgehalten, dass jemand etwas kritisch anmerkt, weil man selbst gerade von dieser Person, die kritisiert wird, vielleicht noch profitiert. Also es ist eine Ego-Nummer. Okay. Es ist egal wo, ob es in der Familie ist, im Unternehmen oder im Staat. Die Führungskräfte sind dafür da, ein System zu schaffen, dass, ich sag mal, Korruption, Betrug oder Mobbing nicht erlaubt, nicht duldet. Und sicherlich geben sie einen Teil der Werte vor, aber auch das Leben der Werte wird von jedem Einzelnen verlangt. Was in Unternehmen wenig gemacht wird, und der Staat macht es gerade nicht besonders gut vor, ist, was ist dann die Schmerzgrenze? Ab wann kriegt man einen auf den Deckel? Also beim Falschparken ist es ziemlich eindeutig. Das ist keine Parkzone und das kostet dann so und so viel Geld. Und weil es eben dem Staat positiv etwas bringt, rennen Politessen daher und verteilen Knöllchen. Das gibt ja Einnahmen. Im Unternehmertum und in der Führung wurde das irgendwie noch nicht klug gedacht. Also erstmal ist nicht definiert, was die Kriterien, also die Werte sind. Dann nicht, wo ist die Schmerzgrenze. Dann nicht, was passiert, wenn jemand da drüber trampelt über die Grenze. Und es wurde nicht so organisiert, dass das Drübertrampeln der Allgemeinheit zugutekommt. Das heißt, es ist negativ, 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 negativ. Das ist natürlich nichts, was ein System nach vorne bringt. Wenn wir das Ganze umkehren, auch aus dem Psychotherapeutischen, da hast du ja Erfahrung, und eine positive Sanktion, also zweite Ordnung schaffen, dann sieht das Ganze anders aus. Beispiel. Wir haben Teambesprechungen. Es ist schwierig, dass alle pünktlich kommen, was aber bedeutet, wenn es 10 Leute sind und einer nur 5 Minuten warten, dass 50 Minuten Arbeitszeit weggeraucht sind. Einige Teams arbeiten damit, dass die, die zu spät kommen, die kriegen Punkte. Also einmal zu spät kommen, ein Punkt oder mehr als 10 Minuten zu spät, so und so viel Punkte. Sind 10 Punkte zusammen, müssen sie für das ganze Team Brötchen mitbringen oder einen Kuchen backen. Und damit verkehrt sich das Ganze, weil jetzt das Team, Entschuldigung, geil darauf ist, dass jemand verfehlt, weil dann gibt es Kuchen. Also dann sagen die nicht, hey, wir warten wegen dir. Es kommt aus diesem Miesepetrigen raus, aus diesem Bashing und dreht sich und sagt, na, na, 3 Sekunden noch, 3 Sekunden. Ah, shit, er ist pünktlich. Und damit kriegt es einen anderen Fun-Faktor. Es ist nicht so rein negativ. Es kann ja auch wirklich sein, dass jemand das einfach nicht auf die Kette kriegt. Da muss er eben bluten, also Kuchen bringen oder Brötchen, was auch immer. Und damit verkehrt sich die Sachlage. Und das sind rein einfache pädagogische Prinzipien. Wenn Führungskräfte die mit mehr Kreativität einbauen würden, würde auch die Stimmung anders werden. Plus, ich trainiere das Team, in guter Bürgermanie aufeinander aufzupassen. In der Schule sagt man Klassenkeile. Ja? Also jemand verhält sich nicht, dann sagt man so, so sieht's aus. Und jetzt bei dieser Punktegeschichte, die dann zu Kuchen oder Brötchen führt, ist es oft so, dann sind alle unter diesen 5 Minuten. Dann sagen sie schon, wir haben schon lange keinen Kuchen mehr gehabt. Jetzt müssen wir irgendwie mal die Grenzen anziehen. Und genau das ist, was ich will in einem System, dass die Leute sofort spürbar etwas davon haben, wenn die Leute sich an die Regeln halten. Wenn die Regeln aber Murks sind, wenn die Regeln nur für die Untergebenen gelten oder wenn nichts passiert, wenn Regeln überschritten werden, dann sind sie obsolet. Dann sind sie sogar lächerlich. Habe ich richtig verstanden, wenn am Anfang es die 5-Minuten-Regel gibt, dann halten alle die 5-Minuten-Regel ein, dann gibt es die 3-Minuten-Regel, die 2-Minuten-Regel und irgendwann kommen sie dann pünktlich, ja, weil
Ich habe meinen Gedanken verloren dazu. Helf Egal. mir mal. Ich weiß. Wir hatten es mit Kuchen. Also Kuchen ist der Essente für alle Beteiligten. Art Dafür, und Weise, ja, was auch immer. dass einer, wenn einer zu spät kommt und quasi die 10 Punkte erreicht hat, durchs Verspätkommen, zu spät kommen, Kuchen, Teilchen, Semmel oder so mitbringt. Und die Gruppe sich natürlich darauf freut, wenn jemand mal wieder was mitbringen muss. Ja. Aber ja, der Incentive kriege ich nicht so ganz zusammen, weil es könnte ja sein, dass immer einer aus der Gruppe das mal versemmelt, um wieder süße Teilchen mitzubringen. Ja, und ist ja in Also. Ordnung, wenn wir dafür Kuchen kriegen, was soll's? Die Idee ist, einer begeht eine Verfehlung. Das passiert. Das ist das echte Leben. Dafür wird er aber nicht gebasht. Es wird aber auch nicht darüber hinweggesehen, um es zu etablieren, nach dem Motto, jeder kann machen, was er will. Und nur die Doofen kommen rechtzeitig. Und die Bestrafung ist nicht etwas Böses, nach dem Motto, ich sperre dich weg, sondern die Bestrafung ist eine Belohnung für die Community, die dieses Fehlverhalten hat kompensieren müssen. Und damit dreht sich das ins Positive. Ob das Kuchen ist oder derjenige, den fiesen Kopierjob macht, ist wurscht. Das kann man alles verhandeln. Genau, dann Eine wäre das Community Ergebnis. profitiert von dem Fehlverhalten. Und damit ist auf einmal das Wohlverhalten attraktiv. Erstmal haben bestimmt einige Leute keinen Bock, zum 100. Mal Brötchen zu backen oder sowas. Es verteilt sich gerechter und es hat nicht dieses Mea Culpa. Also, ich sag's mal ganz platt. Jetzt gehen wir mal in die Klischees. Nicht untypisch. Und ich sage das jetzt als Frau und nicht mit Liebe gesprochen. Nicht selten sind es ganz bestimmte Frauen, die ihr Kind, was manchmal schon mit 15 Jahren auf 2 Meter hochgewachsen ist, als Entschuldigung nehmen, um nicht rechtzeitig zu kommen und früher zu gehen. Weil das Kind beispielsweise zur Schule gekarrt werden muss. Unabhängig von öffentlichen Verkehrsmitteln und egal was. Tatsächlich aber ist es oft die Alleinerziehende mit 3 Kindern ohne Background, die das schafft, rechtzeitig zu kommen, noch länger zu bleiben und noch Arbeit mitzunehmen, weil sie ihre Kinder allein ernähren muss. Und dieser, ich sage mal, diese Entschuldigung, im Kriminalistischen nennen wir das unglaubwürdige Schutzbehauptung, die gilt nicht mehr. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr gefragt, welche Schutzbehauptung akzeptieren wir und welche nicht. Es gibt einfach eine Regel und indem jemand wieder gut machen kann, ist das dann eben so. Wenn derjenige sagt, ich habe das Geld für Kuchen nicht, muss er backen. Wenn er sagt, ich kann es aber nicht, muss er sich für ihn finden oder es lernen. Wenn er sagt, ich kann es mir grundsätzlich nicht leisten, muss er eben pünktlich kommen. So einfach ist das Leben. Ja, und idealisiert, wenn es alle gelernt haben, kommen alle pünktlich und wählen während des Meetings oder nach dem Meeting aus, wer zum nächsten Meeting Kuchen, Semmel Nein, oder sonst nächste, irgendwas nein. mitbringt, oder? Nächste Verfehlung. Wer ist nicht gut genug vorbereitet oder dies oder nein, gleich an die nächste Verfehlung gehen. Da ist genug da immer, täglich Ah, immer. okay. Ja, weil wir treffen uns ja nicht zum Kaffeeklatsch. Es geht nur darum, dass die Verfehlung, das, was eigentlich Ärger verursacht, gedreht wird in was Positives, dass das Team eine Belohnung hat. Und wenn ich das in solchen Kleinigkeiten übe, wie mit dem zu spät kommen, dann beginne ich, deutlich klarer Grenzen zu verteidigen. Ich akzeptiere nicht mehr, wenn Zahlen nicht mehr rechtzeitig kommen. Ich akzeptiere nicht mehr, wenn ich keine Antwort bekomme, wenn jemand nicht sauber arbeitet, nicht liefert oder nie bereit ist, auch länger zu bleiben, um Projekt abzuschließen, wie meinetwegen die anderen. Also es verschiebt sich weg von denen, die immer den Rest auffangen, hin dazu, dass es eine saubere Verteilung gibt, weil alle sauber darauf achten und positiv sanktionieren. Und wenn es dann sehr aus dem Ruder läuft, dann sind Führungskräfte ja immer noch da. Aber vieles von dem, was uns im Täglichen wirklich aufregt, ist Kleinkram. Den können wir mit positiven Sanktionen locker aus der Welt schaffen. Und die machen ja sogar Spaß. Und damit gesunden sich die Teams selbstständig. Hast du da noch ein paar Ideen, wie man positiv sanktionieren kann? Na, ich sag mal, alles das, was das Team entlastet, alles das, wo einer kein oder die Leute keinen Bock drauf haben oder was ihnen Gutes tut, das wäre eine positive Sanktion.
Ich glaube, das darf sich jede Führungskraft selbst überlegen, was zu dem jeweiligen Team passt. Deswegen haben wir da auch so eine kleine Stille, weil es ist wirklich teamabhängig, Absolut. was passt. Sind das junge Mitarbeiter? Sind das Mitarbeiter, die schon länger im Unternehmen sind? Wie ticken die? Sind es ITler? ITler ticken sicherlich anders als Menschen in Human Resources. Und so weiter. Dass jeder für sich sich mal hinsetzt, also jede Führungskraft sich mal hinsetzt, was wären das für Incentives fürs Team? Was ist das, was sie brauchen, was sie wollen? Und es geht um den Fun-Faktor. Also wenn ich IT höre, dann erinnere ich, also die essen ja viel diese ganzen Schlickerriegel und Energy-Drinks. Und ich erinnere ein Team, die das so gemacht haben, dass wenn jemand mit der, also Entschuldigung, dass wenn jemand mit der Programmierung hinterherhinkte, also die waren einfach sehr wettbewerbsgeil. Dann gab es, ich glaube, Red Bull-Entzug nicht unter 2 Stunden oder sowas. Und das sind dann irgendwie Dinge, die sich auch gerne verselbstständigen. Man muss gucken, dass sie nicht vielleicht ein bisschen aus dem Kraut springen, dass sie nicht ins Mobbing gehen. Aber wenn sich so ein Team da irgendwie einig ist, kann das eine sehr lustige Geschichte sein. Ja, gut, das ist jetzt Und auch das dein. ist, worauf es ankommt, die Kreativität, dieses andere Mindset und das andere Gefühl reinzubringen. Dass es launig wird, dass es Spaß macht. Ja, das ist das eine, dass ich als Vorgesetzter mein Team motiviere, mitzumachen, über Grenzen zu gehen, mitzuwachsen, Lust am Lernen zu haben und so weiter. Wir hatten aber auch sind wir ja eingestiegen mit der Bösartigkeit, dass die Bösartigkeit keine Stimme braucht, dass Stille reicht. Wenn jetzt Dinge in einem Team, in einer Gruppe oder auch in der Gesellschaft böse ausarten, ja, welche Tipps hast du an die Beteiligten, wie sie damit umgehen, damit sie nicht still sind, sondern das Böse ans Licht bringen? Wenn wir von so einer Bösartigkeit sprechen, auch im Miteinander, dann hat das einen Dominoeffekt. Also ein Stein kippt aus dem ethischen in den unethischen Bereich und viel immer kippen welche dazu. Also ich brauche dann eine starke Hand, die einfach an den Punkt dazwischen geht und als erstes den Kippprozess aufzuhalten. Das heißt, dass jemand wirklich, ich sage jetzt mal so ganz autoritär auf den Tisch haut und sagt, stopp, das akzeptieren wir nicht. Das bedeutet, dass das System, also die Firma, diese ethischen Kriterien definiert hat oder spätestens jetzt definiert und sagt, wann gibt es einen Ausschluss? Was akzeptieren wir also nicht? Was bedeutet was? Und das auch wirklich konsequent durchzuziehen. Ohne Konsequenz nützt auch alle Klarheit nichts. So, wenn das also der, ich sag mal, der Prozess, der das immer schlechter macht, das Team, aufgehalten ist, können wir nicht einfach jetzt zurückkippen, die Dominosteine, das geht nicht. Wir müssen gucken, welches war der Stein, der gekippt ist. Müssen den quasi extrahieren und uns ungeschminkt anschauen. Ist dieser Stein noch zu retten? Also kriegen wir den wieder sauber gerade aufgestellt und es ist glaubhaft, dass derjenige stehen bleibt diesmal? Oder wird er wieder kippen? Wenn er wieder kippen wird, möchte ich den nicht mehr in meinem System. Dann bleibt er draußen. Und dann stelle ich alle, die gekippt sind, auf und gucke mir an, ist es glaubhaft, dass sie stehen bleiben beim nächsten Mal, bei einem nächsten Kippversuch? Ja, ein Kippversuch ist nichts anderes als ein Putschversuch in die falsche Richtung, in die unethische Richtung. Und ich muss das System gesunden. Und bei einigen Mobbing-Aktionen würde ich sagen, das ist metastasiert wie ein Krebs durch mehrere Abteilungen. Und da muss ich sag mal, diese Bösartigkeitsherde wirklich chirurgisch entfernen. Da hilft auch alles Reden nicht, weil die ja die Erfahrung gemacht haben, dass sie damit durchkommen. Und das ist das Problem, je länger das schon währt. Wir haben etabliertes Verhalten. Und dieses etablierte Verhalten bestätigt einen Mangel an, ich sag mal, ethischer Grundhaltung. So, und wenn sie dann merken, okay, sie fliegen auf, dann werden sie nur, wenn sie drohen aufzufliegen, sich wohl verhalten und das noch mehr in den Untergrund bringen. Deswegen muss ich wirklich bis in die Tiefe aussäubern,
um den Laden auch sauber zu halten. Und zwar für die, die sich ethisch verhalten. Mein Job ist es, wie eine Polizei im Unternehmen, die zu schützen, die sich sauber verhalten. Nicht nur die Schwachen. Alle, die sich ethisch verhalten, die muss ich schützen vor denen, die Regeln und auch Autorität nicht anerkennen. Jetzt bin ich ja selbst ein Rebell, ich glaube erstmal nichts. Dann muss so eine Autorität auch beweisen, dass sie diesen Posten halten kann. Aber wenn wir Leute drin haben, die meinen, Regeln gelten für sie, nicht nur für die anderen, dann haben wir da jemanden drin, der nicht sozial ist. Wir reden über jemanden, egal wie gut geschult und gut verdienend derjenige ist, schlichtweg asozial ist. Ein Antikörper im sozialen Gefüge eines Unternehmens. Und die Frage ist, haben wir die Systeme, das aufzudecken und das immer wieder zu begradigen? Erste Frage. Zweite Frage, wollen wir uns überhaupt damit belasten? Und ich finde das eine vollkommen berechtigte Frage. Wollen wir uns mit Menschen belasten, die ihre persönliche Störung als Störung in den Betrieb bringen? Da draußen sind 8 Milliarden Menschen. 8 Milliarden. Es sind mehr als genug da. Und wenn jetzt diese Angst regiert, nicht genug Fachkräfte zu haben, es stimmt nicht. Es gibt genug Fachkräfte, die sind nur woanders. Warum sind die denn woanders? Ja, genau, weil es denen Die, da besser gefällt. ja, genau. Und die, die was können, die können sich ihre Unternehmen oder ihre Biotope aussuchen. Wenn ich also Top-Leute haben will, muss ich mein Biotop sauber halten. Ja. Wollen wir noch ein bisschen uns dieses Bösartige anschauen, wie das aussehen kann in Unternehmen, weil jeder hat für sich ja so ein Bild von Bösartigkeit. Ich denke an Criminal Mind und Serienmörder. Ja. Wo fängt bei dir Bösartigkeit an? Wenn wir uns, sagen wir mal, ein Unternehmen anschauen, Mitarbeiter anschauen, ein Team anschauen. Puh, also ich bin natürlich als Profiler sehr desensibilisiert. Ich bin ja nur im sogenannten Hardcore-Bereich tätig, also da, wo es richtig brutal ist. Und sicherlich kann es auch sein, dass eine Person, die deutlich weniger desensibilisiert ist, etwas als völlig bösartig schon eher wahrnimmt, als ich jetzt sagen würde, da rege ich mich überhaupt drüber auf. Gleichzeitig gibt es ethische Grenzen. Und ich denke, dass Bösartigkeit da beginnt, wo der Einzelne sein Ego, dem Erfolg der Gruppe voranstellt. Das heißt, Bösartigkeit muss nicht direkt als schmerzhaft wahrgenommen werden. Es geht um eine gewisse Ungleichheit in der, ich sage einmal, Abrufung von Ressourcen und ich sage einmal, eine Frechheit in der Grenzüberschreitung anderer. Da fällt mir ein gutes Beispiel ein. Ein Unternehmen wächst schnell, es stellt um auf agiles Arbeiten und ist in der Organisationsentwicklung und es gibt immer wieder Mitarbeiter, die kein Wachstumsmindset haben, sondern eher das Gegenteil und sich wehren. Die wären nach deiner Definition ja schon bösartig, weil Das ist sie, normal. ne? Das ist normal. Also die haben keinen Bock da drauf, also gucken sie, ob sie nicht doch durchkommen. Das finde ich total normal. Die Okay, Frage ist aber jetzt, lasse ich sie gewähren? Ja, das ist eine Frage, da muss sich die Führung und das Unternehmertum an die Nase packen. Und das Zweite ist, auf welche Art und Weise sind sie bockig? Sind die aber nur bockig? Das ist normal. Das würde ich sogar erwarten. Wenn alle mitmachen, würde ich denken, die sind konspirativ im Untergrund tätig und planen was Großes. Das gehört dazu, dass sie nicht alle Juhu schreien, sondern eher so, oh. Die Frage ist, auf welche Art Bösartigkeit und Unethik die bereit sind, zurückzugreifen, um ihre Komfortzone zu behaupten. Und Ah, wenn ihre also Blockade. bösartig werden sie aufgrund ihrer Reaktion auf die Veränderungsprozesse, die sie mitmachen sollen. Ja, die Bösartigkeit liegt darin, dass, wenn ich jetzt von mir sprechen würde, mein Bedürfnis wichtiger ist das als das des anderen und dass die Durchsetzung meines Ego-Bedürfnisses erlaubt, dass ich jemand anderem schade, also auch dem Unternehmen schade.
Das würde bedeuten, dass ich zu bestimmten Schulungen nicht gehe, sondern da krank bin, bei Meetings immer sage, brauchen wir nicht. Das hat die ganze Zeit auch so funktioniert. Wir brauchen kein neues Computersystem. So diese ganzen Argumente, die sich also wirklich weigern, mit dem Team mitzugehen. Das wäre dann schon so Richtung böse. Also, wenn du das so aufzählst, frage ich mich natürlich, wo ist denn die Führungskraft? Wenn sich jemand weigert, verweigert er eine Dienstanweisung, kriegt eine Ermahnung, kriegt eine Abmahnung, tschüss. Also, ich frage, weißt du, manchmal frage ich mich, was tut ihr eigentlich in der Führung? Wovor habt ihr Angst? Also, da bietet sich jemand an, vielen Dank dafür, kleiner Bock, bietet sich jemand an, deutlich zu zeigen, was ich als Führungskraft drauf habe und was ich verlange von meiner Mannschaft und unter welchen Vorzeichen. Ich kann jetzt zeigen, dass ich es ernst meine. Wenn ich jetzt ins Diskutieren gehe, schau mal, ich gehe ja auch nicht mit einem 2-3-Jährigen einkaufen und an der Kasse, wo ich alles aufs Band lege und der jetzt anfängt zu heulen und zu schreien, weil er irgendwie ein Überraschungsei will, da fange ich ja nicht das Diskutieren an. Das ist ja kein intellektueller Partner. Das ist eine Ansage. Nein. Gutes Verhalten, eventuell. Belohnung, schlechtes Verhalten, forget it. Und was wird gemacht? Es wird diskutiert. Aber das sind gar keine Verhandlungspartner. Das neue Computersystem nicht zu bedienen, ist nicht in der Verhandlungsmasse. Das heißt, wenn jemand das nicht tut, ist es eine Arbeitsverweigerung. Und dann würde ich dann einfach den beobachten, wie lange der nur so vorm Computer sitzt. Und dann würde ich das aufschreiben und diese Stunden, die er sie es nicht gearbeitet hat, einfach nicht ausschütten. Was meinst du, wie schnell die arbeiten können? Fertig. Deutsches Recht. Ja, also Also das nochmal, ist. Führungskräfte, macht euren Job. Ihr seid die Polizei in dem Laden. Ja, weißt du, meine erste berufliche Erfahrung hatte ich beim US-Militär. Ich habe Statistiken gemacht für Kriminalitätsdelikte. Und mit mir ist zwar immer freundlich umgegangen, aber ich habe mitbekommen, wie die Soldaten geführt werden. Und dass es unterschiedliche Führungsstile gibt, je nachdem, was gerade los ist. Ja. Und manchmal liegen mir so Dinge auf der Zunge im Coaching, aber ich bin ja Coach und kein Mentor und ich bin auch keiner, der berät und Dinge so vorgibt, wo die Coaches sich echt winden, wirklich Stärke zu zeigen, Konsequenzen aufzuzeigen, das ernsthafte Mitarbeitergespräch zu führen und zu sagen, hier, wenn du diese Entwicklung nicht mitmachen willst, ja, dann dequalifizierst du dich mehr und mehr für deine Position und irgendwann müssen wir dich freisetzen. Irgendwann musst du das Unternehmen verlassen, weil es einfach nicht mehr geht. Die trauen sich das nicht. Ja, sie kriegen ja auch immer erzählt, dass der Mitarbeiter selbst auf die Idee kommen muss und dies und das. Und die Führungskraft als Coach, das ist für die Leistungsträger, Leute. Das ist die Kür, nicht die Pflicht. Ihr müsst ja erstmal die Pflicht machen. Und es gibt eine Vertragsseite. So, wenn mein Gegenüber die Vertragsseite nicht einhält, das mache ich bei externen ja genauso, dann kündige ich den Vertrag. Punkt. Muss ich natürlich dokumentieren. Und derjenige muss eine Chance haben, wie ernst ich es meine. Aber ich würde da eher wenig diskutieren. Tatsächlich, wenn ich ein großes Team habe und ich will aufräumen, ich will nach vorne und einer fängt an so zu bocken, Halleluja, das ist ein Gottesgeschenk. Ich kann jetzt deutlich machen, dass jemand wirklich fliegt, wenn er rumzickt. Das bleibt sicherlich im Gedächtnis des Teams bestimmt 1, 2 Jahre. Und 1, 2 Jahre kann ich mich auf dem einen Exempel, ich will jetzt nicht sagen ausruhen, aber doch sehr gemütlich führen. Dass sie wissen, wenn ich sage, das wird gemacht, wird es tatsächlich gemacht. Wenn Mitarbeiter aber die Chance, also es sind ja nicht alle, es sind ja diese Querulanten, wenn man so will, wittern, dass ich nicht sattelfest bin, dann werden sie mich provozieren. Und die größere Problematik ist ja gar nicht, dass der jetzt das Computerprogramm nicht schnell genug lernt. Die Problematik ist, dass ich da zum Weichei sichtbar werde. Letztendlich wird sichtbar, ich kann es nicht, ich mache es nicht, ich bin hier nur Dekoration, peinliche. Weil mich irgendwer von einem Unternehmensvorhaben abhalten kann. Wie will ich denn draußen im Markt bestehen, wenn ich nicht mal meine eigene Mannschaft im Griff habe? Also ich bin ja auch Mentor für Unternehmer. Und wir haben im Mentoring und deswegen auch in der Gruppe zu arbeiten, auch immer, wir haben letztendlich alle dieselben Schwierigkeiten und Schmerzen. Wir haben uns so sehr eingesetzt. Trotzdem brauchen wir Klarheit und Konsequenz in den Entscheidungen.
Du hast was ganz Wichtiges gesagt in Bezug auf das, was der Führungskraft tatsächlich passiert oder mit der Führungskraft tatsächlich passiert, wenn der oder diejenige jemand hat im Team, die oder der bockt. Ja, top. Also ich kann das ja auch als Führungskraft auch als Geschenk annehmen. Es ist für mich eine Trainingseinheit, mir als Führungskraft Feinschliff zu verpassen und besser zu werden dadurch, dass ich diese Quertreiber, die Querulanten, ja, die den Veränderungsprozess nicht mittragen wollen, dass ich mit denen so umgehe, dass sie entweder mitmachen oder gehen. Und ich entwickle dadurch ja als Führungskraft auch weitere Kompetenzen für den Nächsten, der vielleicht bockt. Auf jeden Fall. Und ich kann ja auch eine Entwicklung beschleunigen, um schon mal ein bisschen besser auszusortieren. Wie könnte sowas aussehen? Ja, ein bisschen mehr Stress rein, ne? Bisschen mehr Anspruch. Also man sagt, wir verkürzen jetzt mal die Zeitintervalle und heben den Anspruch. Es würde ja auch beim Fußball beispielsweise, wir waren ja vorhin schon auch im Sport, niemand verlangen, dass der Trainer mit einer 10, 20 Jahre währenden Mannschaft meint, die Champions League zu gewinnen. Er wird pro Saison sortiert. Jeder muss sich in jeder Saison beweisen. Und ja, da sprechen wir auch von Motivation. Aber es gibt ja bei den Spielern eine solche Grundmotivation. Das, was der Trainer obendrauf setzt an Motivation, ist ja nicht, spielt ihr überhaupt, kommt überhaupt auf den Platz, spaßeshalber in Sportkleidung. Nein, nein. Es geht darum, das Letzte aus sich rauszuholen, um diese gegnerische Mannschaft dann auch noch sozusagen in die Knie zu zwingen. Im Wirtschaftsjargon aber wird Motivation völlig verbrämt und klingt so wie, ich motiviere den überhaupt morgens aus dem Bett zu kommen. Das kann mir völlig egal sein, weil wer nicht aufrockt, hat nicht gearbeitet, den muss ich nicht bezahlen. Ende. Und nochmal, 8 Milliarden Menschen. 8 Milliarden Menschen sind mehr als genug da. So, und dann gibt es auch mehr als genug Kompetente. Wenn ich aber mir dieses Mangeldenken einflüstern lasse, es gäbe keine Fachkräfte, es gäbe dies nicht, es wäre alles so schlimm. Dann glaube ich den Quatsch irgendwann und fange an, das Unternehmen um die Menschen, die gerade da sind, herumzuschneidern. Das ist ja Quark. Da kann ich nie mithalten, selbst regional nicht. Das stimmt. Ich erlebe das im Coaching auch. Ich habe auch Privatpersonen, die ihr Leben verändern wollen, die neue Wege gehen wollen und haben auch am Anfang Widerstände. Und wir lösen diese Widerstände auf und es klappt. Und die erreichen Dinge, das hätten die vorher nie gedacht, dass sie das kriegen, weil sie dachten, den Job gibt es nicht, den Partner gibt es nicht, dies gibt es nicht, das Geld dafür gibt es nicht und. Und tatsächlich drehen wir den Mindset in die Richtung, dass es machbar ist und dann wird es auch machbar. Genauso ist es auch, ob ich jetzt ein Team zusammenstelle, was passt. Oder ob ich glaube, dass es Fachkräftemangel gibt und ich muss an allen Mitarbeitern festhalten, die ich habe. Ja. Und das ist, ich sage mal, auf mehreren Schichten ist es wichtig zu arbeiten. Du sprichst das wichtige Mindset an, also dass ich es mir vorstellen kann, dass ich das tue und dass ich die Tools und Techniken habe. Also wie mache ich das tatsächlich? Weil aktuell ist die Situation bei vielen ja, dass die Leute nicht gerade an der Tür kratzen. So, und man könnte jetzt runter reduzieren auf what's missing from your coolness. Ja, also, weil, wenn ich sage, ich brauche whatever, dann rennen die uns die Türen ein. So, und das ist eine Frage, wie baue ich die Marke auf? Und das kann man aber alles lernen. Und dann sagen viele, ja, es ist so viel Arbeit. Ja, die Frage ist aber, wohin du die Arbeit steckst. In den Aufbau, den Markenaufbau, damit Leute, die ich will, kommen, oder in die Reparatur, ja, mit denen, die ich habe, irgendwie noch versuchen, was zu reißen. Ja, all die Dinge, die du jetzt so beschrieben hast, das sind alle Dinge, die dafür sorgen, aus der Stille auszusteigen, Ja, auf jeden Fall. durch Dinge zu sagen, wahrhaftig zu sein, eine klare Vision zu haben, den Werten treu zu sein, sich die Instrumente anzueignen, die ich brauche, um diesen Weg zu gehen, ne, wo ich hin möchte, um aktiv zu führen. Ja, statt passiv, ja, passive Führung gibt es eigentlich gar nicht, aber um passiv zuzuschauen, ja, wie sich nach dem Zufallsprinzip mein Team sich entwickelt,
Ja, also du hast ganz viele Dinge jetzt gesagt, die uns zeigen, wie wir aus der Stille aussteigen können, um unsere Systeme, unsere Gruppen zu optimieren, unsere Teams zu optimieren. Ja. Eine Grundvoraussetzung oder die Basis ist ja im Grunde so diese Vision auch zu haben. Du hast mal gesagt, dass Ziele allein nicht wirklich funktionieren. Man braucht auch dieses starke Warum und die Fähigkeit, dieses Warum an die Menschen weiterzugeben, die wir in unserem Einzugsbereich haben wollen. Nun, Ziele sind ja als zu erreichende Resultate was Oberflächliches. Und wenn es schwierig wird, dann wird es grundsätzlich schwierig, bis dahin durchzuhalten. Plus, das, was wir als interessantes Resultat uns mal vorgestellt haben, kann ja im Laufe der Zielerreichung uninteressant werden, wenn was Größeres, Spannenderes kommt oder aber sich die Welt so stark verändert, dass sich multiple Krisen ineinander legen, so wie wir es jetzt gerade haben. Dann brauche ich etwas, was mit mehr Substanz mich oben am Leben und im Doing hält. Und das ist die Identität. Also beim Unternehmen wäre es das Why, bei der Person genauso die Identität. Was sind unsere Werte? Was ist unser Beweggrund? All das muss zusammenkommen. Und dann, wenn diese Identität klar ist, erfolgt daraus auch eine Prozessgenerierung. Und die Prozesse schaffen dann die Resultate. Aber wenn ich mit den Zielen beginne, dann denke ich typischerweise zu klein, weil ich nicht aus der Identität, sondern aus der Vorgabe heraus meine Ziele formuliere. Also ich gehe nicht davon aus, was meine Beweggründe, was meine Werte und meine in dem Sinne Wichtigkeit für die Mission sind, sondern was so mein Umfeld an Zielen hat. Wenn ich so vorgegangen wäre, hätte ich nie eine Bühnenshow bekommen, ich wäre nie Publisher bei Apple TV, vielleicht hätte ich ein, zwei Bücher gemacht. Ja, das stimmt. Und wenn ich so versteift bin auf ein Ziel und sich das Umfeld oder Dinge sich schneller verändern als mein Ziel, dann kann das ja sein, dass mein Ziel völlig sinnlos wird. Und wenn ich trotzdem noch meine, dieses Ziel zu erreichen, dann komme ich auch im Grunde in meinem Leben nicht weiter. Das heißt, wenn ich eine Vision habe oder wenn ich ein Warum habe, dann kann ich mein Ziel auch immer wieder überprüfen, gucken, passt dieses Ziel tatsächlich noch zu meinem Warum? Ja, so muss es sein. Ja. In Bezug auf Warum fällt mir deine neue Show ein, die im August stattfindet. Ja, der Profiler. Genau, warum bin ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden, liebe Susanne? Weil mich das Profiling interessiert und weil mich die Vorgehensweise interessiert, die Art und Weise, wie Profiler denken, wie ein Fall aufgebaut wird und gelöst wird. Und genau in dem Zusammenhang hast du im August eine Show geplant. Magst du darüber ein bisschen was erzählen? Genau. Ja. Einmal im Jahr rollen wir einen echten Fall neu auf. Und zwar als Ganztages-Event. Das heißt, alle Zuschauer, die kommen oder am Livestream sitzen, dürfen und sollen mitermitteln. Mir geht es darum, dass Menschen mit True Crime sich selbst beschulen, wie funktioniert Täter und wie funktioniert Tätertum, auf dass sie diese Muster erkennen und sich selbst besser schützen können, weil es leider viel, viel, viel zu wenig Profiler gibt. Also wenn ich auch Profiler ausbilde, mit meinen Studenten bilde ich da keine Konkurrenz, sondern Verstärkung. Dennoch sind wir zu wenige, um, ich sag mal, auszureichen. Und in diesem Sommer, in diesem August, geht es um den Fall Ego Trap, also Ego-Falle. Und es zeigt auf, was passiert, wenn man mit einem narzisstischen Partner zu tun hat, ob jetzt privat oder professionell. Der Fall, den wir aufrollen, ist, dass ein Unternehmer hochgradig narzisstisch ist, daran scheitert, dass zwei andere nicht narzisstisch sind und in einer fulminanten Geschwindigkeit, als auch in einem ungebremsten Ausmaß kriminell wurde.
In diesem Fall rollen wir auf und die Zuschauer haben die Chance herauszufinden, wann kippt das Ganze? An welchen Warnsignalen würde ich was erkennen? Was wäre ein positives Verhalten, was nicht? Wie ist etwas zu bewerten? Das heißt, wir haben Sprachforensiker dabei, operative Analysten, Profiler, Gutachter und, und. Das wird ein ganz spannender Tag. Und ich bin sehr sicher, nach einem solchen Feuerwerk an True Crime einen ganzen Tag lang ist man richtig aufgeschlaut. Das ist ein Toolkit gegen jeglichen Narzissmus. Sehr schön. Der aufgeschlaut ist wieder so ein toller Begriff von dir. Toolkit bedeutet, ich habe irgendeinen Menschen in meinem Leben, der uns das Leben schwer macht im Unternehmen oder sonst wo und habe dann quasi durch dieses Toolkit so meine Schritte, wo ich mal so durchgehen kann, mit wem haben wir es da eigentlich zu tun und wie gehen wir mit der Situation am besten um? Ist es das Ergebnis, auf das ich mich freuen genau. kann? Erkennen, analysieren und sich selbst schützen. Also Narzissten laufen ja frei durch die Gegend. Die hat man dann auch so frei Haus sozusagen, ob in der Familie oder in der Nachbarschaft oder im Team. Und wie gehe ich mit denen um? Dass ich nicht sozusagen von denen verstoffwechselt werde, dass ich nicht deren Beute auf einmal bin, aber dass ich sie, wenn ich sie im unternehmerischen Kontext halten muss, wie kriege ich sie so in die Spur, dass es halbwegs wenigstens funktioniert? Und wann müsste ich mich trennen? Wann müsste ich abkoppeln? Was glaubst du, wie viel Prozent mehr Narzissten gibt es heute im Vergleich zu vor 50 Jahren? Also das Feld ist ja recht gut beforscht. Wir haben ein sogenanntes narzisstisches Zeitalter und extrapolieren eher in die Richtung. Aber eigentlich bleibt es ziemlich satt gleich. Okay. Wir sind so bei 15, 17% der Bevölkerung. Okay. Ja gut, das ist genug, um zu wissen, wie man mit diesen Narzissten am besten umgeht, um sich selbst zu schützen. Nein, nicht nur genug. Es sind extrem viele. Was deutlich macht, man kann in seinem Leben gar nicht rein frei von Narzissten sein. Deswegen muss ich wissen, wie ich mich vor ihnen schütze. Und vor allem, wie ich schnellstmöglich jemanden durchschaue, ob ich da, ich sag mal, benutzt werde, um, ich sag mal, verstoffwechselt zu werden. Also Narzissten sind ja sehr gut darin, Systeme dahingehend zu erkennen, ob sie parasitär genutzt werden können. Und Narzissten können immer dort gedeihen, wo man nicht auf sie aufpasst. Also wo beispielsweise die Führungskraft sachlich einfach eingebunden ist oder auf viel Geschäftsreise oder, sodass er sie erst das gar nicht so anschauen kann. Und damit, ich sag mal, verwurzeln die sich im Gefüge des Unternehmens. Und das Team wird wenig Chance haben, über das Gaslighting das allein zu bewerkstelligen, wenn es nicht exakt weiß, was es wie zu tun hat. Und genau darüber schlauen wir auf. Weil einfach nur zu erkennen, hilft nicht nur. Also vorher hast du gewusst, irgendwas ist komisch, jetzt weißt du, was komisch ist. Und Problem ist nicht behoben, du kannst es nur benennen. Ja, dann kann man im Grunde uns allen nur wünschen, dass so viele Menschen, wie die Kapazität aushält, sich bei dir anmelden, um mitzumachen, mitzulernen und sich gemeinsam, wie du so schön sagst, aufzuschlauen. Ja, ihr seid herzlich willkommen im Tempodrom in Berlin oder per Livestream via Apple TV vor eurem Fernseher. Okay, das heißt, gibt es da, also räumlich gibt es bestimmten Teilnehmer Maximum. Ja. Wie viele Menschen können da maximal teilnehmen live in Berlin? 3000. Wow, 3000, cool. Das ist schon ich mal. Ich habe ja meine Live-Show schon vorher auch gehabt. Das ist keine Größe, die uns schrecken sollte. Nein, nein, wir haben auch schon Arenen bespielt. Wow, cool. Und dann kommen noch die Online-Teilnehmer, das ist quasi unlimited. Ja, unlimited. Es wird exklusiv von Apple ausgestrahlt. Das wird der einzige deutsche Termin sein und auch der einzige Termin in Deutsch, denn der nächste von diesem Fall wird in Englisch sein, aus Las Vegas vom La Mirage. Ja, cool. Und dann sind wir noch mal einmal in Singapur mit dem Fall. Sehr spannend.
Ja, ich kann alle Teilnehmer nur aufmuntern, sich das genauer anzuschauen und ja, auf spielerische Art und Weise zu lernen, wie man mit Narzissten umgeht und selber in der Kraft bleibt, im eigenen Warum und ja, im eigenen Handeln mit Kopf und Herz, oder? Ja, auf jeden Fall. Ihr seid mir herzlich willkommen. Es wird sensationell werden. Dankeschön, liebe Susanne. Danke, dass du Zeit hattest. Danke, um uns so ein bisschen Einblick zu geben in deine Arbeit, in dein Denken, in deine Erfahrungen. Und ja, wir sehen uns in Berlin. Wunderbar. Anja, vielen Dank und habt Gerne. eine gute Zeit, liebe Leute. Danke. Tschüss. Bye bye. Hey, schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like von dir. Wenn du auf YouTube bist, dann gib mir doch einen Daumen hoch. Und wenn du Lust hast auf weitere Folgen und möchtest frühzeitig informiert werden, dann ja, abonniere doch ganz einfach meinen Kanal. Wenn du irgendwelche Gedanken mit mir teilen möchtest, dann lade ich dich ein, mir eine E-Mail zu schreiben unter info@anja-maria-stieber.de. Wir sehen und hören uns. Tschüss!